Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum dritten Teil meiner Kaufrauschreihe. Und zwar seht ihr heute in diesem Video alle Schätzchen, die ich mir im Laufe des Jahres 2020 bisher gekauft habe. Aber vorab möchte ich mich erstmal von Herzen für dieses unglaubliche Feedback auf meine ersten beiden Videos bedanken. Ich war total überwältigt davon, wie viele von den alten Häschen von euch noch mit am Start sind, mit auf meinem Kanal dabei sind, mir teilweise erzählt haben, dass sie noch die Glocke aktiviert hatten. Und es gab so viele Menschen, die sich einfach unglaublich gefreut haben, dass ich wieder Videos mache und mir auch gesagt haben, dass ich hier in diesem riesigen YouTube-Teich als kleiner Pupels-Kanal tatsächlich gefehlt habe. Und das hat mich sehr berührt und unglaublich gefreut und deswegen wollte ich euch an dieser Stelle einmal ein ganz dickes Danke dafür aussprechen. Und unter anderem sind auch einige neue Zuschauer und Zuschauerinnen dazugekommen und euch möchte ich natürlich auch ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal begrüßen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Maxim da einen sehr großen Anteil dran hat, deswegen auch an dieser Stelle an dich, Maxim, ein dickes Küsschen, fühl dich umarmt und ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an dich. So, und bevor wir jetzt hier wieder sowieso viel zu lange sitzen, würde ich sagen, fangen wir mal an. Und ich habe euch ja in den letzten zwei Kaufrausch-Videos die Einkäufe aus 2019 gezeigt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe vier Sachen vergessen. Deswegen setze ich die jetzt direkt mal hier an den Anfang von dem Video und dann handeln wir die Sachen aus 2020 ab. Ich habe nämlich im letzten Jahr zwei ganz, ganz tolle Taschen gekauft und die kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Als erstes habe ich mir diese Tasche gekauft. Ihr könnt sehen, da ist ein Ariel drauf, so ein bisschen in so einem Rockabilly-Style vom Print her. Dieser Desinfektionsspender sieht aus wie eine Krabbe bzw. ein Krebs. Ich fand, der passt ganz gut zu dieser Tasche, weil Ariel ja sozusagen Sebastian, die Krabbe, als Begleitung hat. Ursprünglich gekauft habe ich mir den aber, weil ich vom Sternzeichen Krebs bin. Auf der Rückseite hat die Tasche auch dieses Print, allerdings ohne die Ariel. Und in der Innenseite ebenfalls. Wir haben hier zwei Henkel, damit könnt ihr sie in der Tasche, in der Hand tragen oder über der Schulter. Wir haben aber hier auch ein Crossover-Striemen noch mit dabei. Und die zweite Tasche ist diese hier. Auch eine Ariel-Tasche. Ihr seht hier eine kleine goldene Ariel und ihren Namen. Ist in Englisch geschrieben, deswegen nur Ariel, also nicht mit L und E noch hinten dran. Das ist eine riesengroße Muschel, wie ihr erkennen könnt. Und sie hat einen sehr, sehr schönen changierenden Stoff. Der changiert nämlich in Blau, Grün, ein bisschen so gelblich und auch lila-pink. Also richtig schön. Ich weiß nicht, inwiefern die Kamera das jetzt hier einfangen kann. So ein bisschen, glaube ich, kann man das ganz gut sehen. Ganz, ganz tolle Tasche für abends beispielsweise. Ihr habt hier eine ganz lange goldene Kette mit nochmal so ein bisschen Stoff, dass das dann auf den Schultern nicht so einschneidet mit der Kette oder nicht runterrutscht. Und im Innenleben haben wir ein hellblaues Muster mit Muscheln und Seepferdchen und so weiter drauf. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, von welcher Marke das ist. Das ist von Disney in Zusammenarbeit mit der Marke Loungefly. Und die beiden nächsten Produkte, die ich noch vergessen habe, euch im letzten Video oder in den vorletzten Videos zu zeigen, sind zwei Produkte von MAC aus Limited Editions. Und zwar gab es wie jedes Jahr im Frühling bzw. kurz nach dem Jahreswechsel eine Limited Edition zum neuen Jahr. Das ist meistens immer die Chinese New Year Collection von MAC. Und da habe ich mir Anfang 2019 dieses schöne Produkt hier gekauft. Wir haben hier eine Metallic goldene, Gold, klar. Farbenblind bin ich also jetzt auch schon. Eine Metallic rote Verpackung mit einem kleinen Print. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das spitze.
sind so Lippenstifte, Blümchen und ein chinesisches Zeichen, das ich leider nicht verstehe. Und das ist hier ein Duo Powder Blush. Und zwar ist das eine Zusammensetzung aus Melba, ganz berühmtes Blush, müsstet ihr eigentlich kennen, und Love Cloud. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Love Cloud auch im Standardsortiment ist. Aber so sehen die beiden Blushes kombiniert aus. Also wir haben da oben diesen etwas bräunlichen Rosenholzton, das ist der Melba. Und dieser ist eben sehr zart rosé. Und ich mische die beiden einfach immer zusammen und da kommt halt ein sehr schöner, ja, wie könnte man es auch anders denken, so ein bräunlicher Roséton, so ein bisschen rosenholzmäßig und das passt ganz gut für den Alltag. Und das zweite Produkt kam dann eher so in die Richtung Frühjahr, Sommer hier letztes Jahr raus und das war, glaube ich, die Electric Wonder Limited Edition. Soweit ich das mitbekommen habe, war die sehr beliebt und da habe ich mir auch einen Compact mitgenommen. Ihr seht, das ist so marmoriert und das Gold in dem Marmor reflektiert. Sehr, sehr schöne Verpackung. Das hier ist ein Next to Nothing Bronzing Powder, also ein Bronzer, in der Farbe Canyon Dreaming. Und das ist der Ton. Ihr könnt sehen, ich persönlich finde, der ist sehr schön neutral. Und es war der hellere von beiden. Das ist er jetzt hier auf meinem Finger. Ihr könnt euch ja eigentlich das Blush auch mal zeigen, ne? Also das ist auf jeden Fall hier der Bronzer. Und da ich vom Unterton auch eher neutral bin, passt der sehr gut zu meinem Hautton. Das ist jetzt hier nochmal auf meinem Ringfinger das Blush. Ich hoffe, man kann da was von erkennen. Hier könnt ihr es sehen. Genau. Und die beiden Schätzchen sind noch letztes Jahr bei mir eingezogen und habe ich euch im letzten Video tatsächlich vorenthalten. Nachdem wir jetzt mit Taschen und dekorativer Kosmetik gestartet haben, möchte ich so ein bisschen gerade mal das Thema kurzzeitig wechseln. Und zwar so ein bisschen in die Richtung Hautpflege, Haarpflege, Hygieneartikel. Und möchte euch da als erstes drei Deos vorstellen von der gleichen Marke. Und zwar nennt die sich Native. Ich bin auf diese Marke aufmerksam geworden, auch durch Nikia Joy. Von der habe ich euch schon in einem der letzten Videos erzählt. Ist eine australische YouTuberin. Und die hat nach einem Deo gesucht, das ohne Aluminiumsalze ist und mit guten Inhaltsstoffen und trotzdem schützt. Weil sie auch sehr oft Sport macht und dann auch viel schwitzt, obwohl es eine sehr schlanke Person ist. Und da bin ich hellhörig geworden. Und dann hatte sie einen Rabattcode, ich glaube 30% oder so. Und habe mir gedacht, Mensch, ich schaue mal auf der Seite vorbei. Und die hatten auch echt tolle Düfte, also zumindest so vom ersten Eindruck her. Und dann habe ich mir ein Dreier-Set bestellt, weil ich gedacht habe, naja, eins könnte ich an meinen Freund abtreten und die anderen beiden würde ich dann eben einfach verwenden. Genau, so kann jeder von uns die mal ausprobieren. Sie sind außerdem auch parabenfrei, wie ich jetzt hier gerade noch auf der Verpackung lese. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie bisher noch nicht ausprobiert. So sieht dieses Packaging aus. Sehr schlicht, finde ich aber nicht schlecht. Und das hier ist jetzt die Geruchsrichtung Charcoal. Ihr habt hier oben so eine Abdeckung und dann ist hier der Deo-Stick. Charcoal riecht tatsächlich wie so eine Aktivkohle-Maske. Und da ich den Duft sehr gerne mag und auch oft solche Kohlemasken verwende, mag ich den Duft super gerne. Also richtig frisch und riecht eben, ja, wie so eine Kohlemaske. Dann haben wir hier als zweiten Duft Cucumber Mint. Der sieht jetzt so aus. Und der riecht vorrangig, finde ich, nach Minze. Man merkt die Gurke nur ganz leicht hinten raus, meiner Meinung nach. Und der riecht ganz, ganz leicht süßlich. Aber ihr kennt mich sicherlich, ich mag süße Düfte überhaupt nicht. Das heißt, wenn das wirklich süß, süß wäre, dann wäre das nichts für mich.
Aber echt sehr, sehr angenehm auch dieser Duft. Und das sind die beiden Düfte, die ich dann verwenden werde in Zukunft. Und den dritten Duft habe ich dann für meinen Freund gekauft. Das ist die Geruchsrichtung Eukalyptus Mint. Der hat jetzt so ein dunkelgrünes Design. Sehen aber alle sehr ähnlich aus. Und der riecht eben so ein bisschen herber, männlicher. Deswegen glaube ich, würde er zu ihm ganz gut passen. Aber ich würde mal sagen, den kann theoretisch auch eine Frau tragen. Aber er ist wirklich leicht maskulin. Aber wenn ihr eine Frau seid, die auch sehr gerne herbe Düfte trägt, dann wird dieses Deo sicherlich auch zu euch passen. Ja, also die Duftrichtung finde ich auf jeden Fall schon mal ganz toll. Sehr angenehm. Hier sind jeweils 75 Gramm enthalten in diesen Deos. Und ich werde euch sehr gerne berichten, wenn ich die ausprobiert habe. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Haarpflege. Und zwar bin ich immer noch auf der Suche nach meinen Holy Grail Haarprodukten. Es ist schon eine sehr, sehr lange Reise. Ich habe auch gesehen, dass ihr unter einem meiner letzten Videos aus 2019 auch mir so ein paar Empfehlungen ausgesprochen habt. Revlon und Ghoul und so weiter. Ich habe so viele Ideen, was zu mir passen könnte, sodass ich noch nicht dazu gekommen bin, alles zu testen. Jetzt als nächstes war an der Reihe eine Reihe von Kerastase. Und zwar aus der Nutritive-Reihe. Die Fondant Magistral und also Bad Magistral Produkte. Einmal Shampoo und einmal Spülung. Ich bin auf besonders diese Reihe von Kerastase aufmerksam geworden durch einen Account einer Friseurin. Huch, jetzt verliere ich hier gerade meinen Ohrring. Also, durch den Account einer Friseurin auf Instagram. Und zwar heißt sie xpatze, wenn ich mich nicht irre. Schreibe ich euch aber auch zu den beiden Produkten noch in die Infobox, den Account. Und ich habe ja sehr feines Haar, aber ich färbe es. Und von dem her brauche ich trotzdem sehr viel Pflege und Feuchtigkeit, aber sie darf das Haar nicht beschweren. Ja, und das ist tatsächlich gefühlstechnisch für mich eine Mammutaufgabe. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann meistern werde. Wenn die Produkte, die ich gerade im Bad habe, leer sind, dann werden diese beide an die Reihe kommen. Ich hoffe mal, dass meine Reise dann damit zu Ende sein wird. Aber falls ihr ebenfalls Tipps habt für mich, die zu meinen Haaren passen könnten und ihr kennt da ein paar Produkte, wo ihr sagt, die sind richtig gut, dann lasst mir sehr gerne eure Tipps in den Kommentaren da. So, dann springen wir mal kurz rüber in die Drogerie. Und zwar habe ich da einmal ein neues Rasierer gekauft. Ist jetzt nicht besonders spannend. Ihr wisst, dass ich grundsätzlich eigentlich immer die Rasiergele von Balea verwende. Und wenn da ein Duft dabei ist, der mir gefällt, außer diesem rosanen Standardduft, dann schlage ich da auch mal zu und probiere das sehr gerne aus. Und jetzt aktuell gibt es die Sorte Tropical Summer mit dem Duft von Maracuja und Pfirsich. So sieht das Ganze aus. Es gab mal einen Rasiergel-Duft von Balea, der hieß, glaube ich, Peach Love oder so. Den muss es vor ein oder zwei Jahren gegeben haben. Ich glaube eher zwei. Und da jetzt hier auch wieder Pfirsich enthalten ist, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte der mir echt gut gefallen. Denn der Pfirsichduft von damals war echt ganz lecker. Also, ne? Das ist jetzt hier mein nächster Testkandidat. Und dann habe ich mir auch noch etwas zum Thema Hautpflege gekauft in der Drogerie. Und zwar von No Makeup, das Rebalance Serum. So sieht das aus. Hier sind insgesamt 20 Milliliter enthalten. Und der spannende Inhaltsstoff hier in diesem Serum ist Inulin. Hier ist zwar auch Algenextrakt noch mit drin und sicherlich auch noch ein paar andere Dinge, aber das Spannende ist das Inulin. Und zwar gibt es wohl eine Studie zu Inulin und Hautpflege, die herausgefunden hat, dass Inulin auf der Haut das Mikrobiom der Haut reguliert. Und somit wird jetzt bei diesem Produkt hier geworben, dass es aktiv gegen Rötungen hilft,
fettige Haut und Hautunreinheiten. Mit Rötungen habe ich ehrlich gesagt nicht so das Problem, aber fettige Haut und Hautunreinheiten sind genau mein Thema. Und dieses Produkt wurde ebenfalls von Leon x Skincare empfohlen. Und ich hatte bisher eigentlich nur gute Erfahrungen mit Produkten, die er empfohlen hat im Bereich Hautpflege. Und deswegen habe ich mir dieses Produkt aus der Drogerie eben gekauft. Und ich habe es jetzt auch schon ein, zweimal verwendet. Und ich muss sagen, ich vertrage es sehr gut. Es hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich mehr Hautunreinheiten bekommen habe. Aber um eine richtig gute Meinung dazu abgeben zu können, muss ich es natürlich im Langzeittest erstmal ausprobieren. Aber ich habe euch ja sowieso versprochen, dass es demnächst ein Video nochmal zur Hautpflege geben wird. Und da wird auch dieses Serum dann ein großer Bestandteil von sein. So, und wo ich jetzt gerade schon bei Leon bzw. x Skincare auf Instagram bin, mache ich da einfach mal weiter. Und zwar bewirbt er dort eine Hautpflegemarke sehr intensiv, von der er absolut überzeugt ist. Und die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt gab es vor einigen Wochen einen sehr, sehr guten Rabattdeal. Und da habe ich dann die Produkte bestellt, die mich schon länger interessiert haben. Und zwar zum einen gibt es dort eine Aktivkohle-Gesichtsmaske. Die Marke heißt Colibri Cosmetics. Und hier ist unter anderem Salicylsäure mit drin, die ja bekannt ist bei fettiger Haut, dass sie sehr gut, sag ich mal, die obersten Hautschüppchen abträgt, sodass es nicht zu verstopften Poren kommen kann. Und dazu auch, oder daraus folgend auch zu weniger Unreinheiten. Außerdem ist diese Maske frei von Hormonen, Parabenen, Parfümen, Mineralölen und PEGs. Hört sich schon mal ziemlich gut an. Das ist Produkt Nummer 1. Weiter geht es mit einer Nachtpflege, regenerierend. Auch in dieser Nachtpflege sind diese ganzen Stoffe, die ich gerade vorgelesen habe, nicht drin. Ich gehe mal davon aus, dass es bei den anderen Produkten auch nicht der Fall ist. Das hier ist eine Nachtpflege, die regenerierend wirken soll und da ist auch Retinol enthalten. Das ist hier echt eine riesengroße Größe mit 100 Millilitern und was ich sehr schön finde, ist, dass hier so ein Pumper drin ist, wo man das Produkt nach oben schiebt und somit ist das Ganze sehr hygienisch und man braucht auch wirklich alles auf. Retinol ist natürlich bekannt für seinen Anti-Aging-Effekt. Ich persönlich habe noch keine Erfahrungen gemacht mit Retinol. Ich hatte mal dieses Luna-Öl von Sunday Riley, wo auch, glaube ich, eine bestimmte Art von Retinol drin ist, aber in abgewandelter Form. Und das fand meine Haut überhaupt nicht gut. Ich habe da sofort mit Unreinheiten reagiert. Ich habe die Creme bisher erst einmal benutzt abends. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich leider bei dieser Creme ebenso mit Unreinheiten reagiere. Dazu müsste ich sie jetzt nochmal öfters testen. Also wir werden uns auch das in dem Hautpflegevideo dann etwas näher anschauen. Weiter geht es mit einem Hyaluronkonzentrat. Das kommt auch in diesem Pumpspender. Finde ich wieder super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da chemisch und biologisch mit Inhaltsstoffen viel zu wenig aus. Deswegen vertraue ich da auf das Urteil von Leon. Und das Hyaluron, was hier enthalten ist, soll wohl sehr, sehr gut sein und hochwertig auch, dass es die Haut gut gebrauchen kann. Und deswegen habe ich das auch einmal mitbestellt. Und zum guten Schluss habe ich mich noch für das Jojoba-Öl entschieden. Hier sind auch 100 Milliliter enthalten und kann ich jetzt leider eben auch noch nicht wirklich intensiv was zu sagen, weil ich es noch nicht ausgiebig ausprobiert habe. Aber genau das ist mein Ziel und deswegen gibt es dazu auch auf jeden Fall demnächst noch eine Rückmeldung von mir. Um das Hautpflegethema jetzt abzuschließen, zeige ich euch noch die letzten beiden Produkte, die ich im Bereich Hautpflege gekauft habe. Und zwar ist es einmal eine Hautcreme für unreine Haut mit Aloe Vera, Mahonie und Schwarzkümmel. Die ist von der Firma Pau Pau Essentials
Und die arbeiten auch mit ätherischen Ölen, zum Beispiel, die euch helfen sollen, wenn ihr am PMSen seid und starke Stimmungsschwankungen habt. Da haben sie eine ätherische Ölmischung, die dazu helfen soll, dass man da ein bisschen ausgeglichener wird. Es gibt eine ätherische Ölmischung, die nennt sich Lusttropfen, die gerade Frauen, die zum Beispiel vor kurzem erst die Pille abgesetzt haben und unter Libidoverlust leiden, unterstützen soll. Und zum guten Schluss ist die dritte ätherische Ölmischung, die die dort anbieten, die Krampfansage. Und zwar soll die bei sehr starken Krämpfen während der Periode helfen, dass man eben nicht diese starken Schmerzen hat. Ich persönlich habe bisher eben nur diese Hautcreme ausprobiert und finde die Inhaltsstoffe, so was ich hier lesen kann, sehr, sehr gut. Ich finde auch dieses Konzept der Marke und auch deren Philosophie ganz toll. Die riecht tatsächlich nach Kräutern. Ihr könnt sehen, ich habe sie jetzt schon einige Male verwendet. Bisher muss ich sagen, macht sie einen guten Job. Das ist so eine sehr, sehr gelige Creme, also sie ist eben auf der Basis von Aloe Vera, deswegen zieht sie auch super schnell in die Haut ein und gerade eben bei öliger Haut oder Mischhaut ist es ja oft so, dass Cremes sehr schnell zu schwer sein können für eure Haut und dieses Gefühl hatte ich jetzt bei der hier bisher noch gar nicht. Und das letzte Produkt ist von Paula's Choice. Und zwar ist das ein 2% Salicylsäure-Peeling in flüssiger Form, das man dann eben auf ein Wattepad gibt oder sich in die Handfläche und dann im Gesicht verteilt. Das sind BHA-Säuren, die speziell eben für unreine Haut eher empfohlen werden und für trockene Haut werden eher AHA-Säuren empfohlen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ihr chemische Peelings verwendet, egal ob einmal die Woche oder dreimal die Woche oder keine Ahnung was, dass ihr immer einen Lichtschutzfaktor tragt, weil eure Haut auf jeden Fall lichtempfindlicher wird, dadurch, dass ja diese Säure die oberste Hautschicht bzw. die abgestorbenen Hautschüppchen abträgt. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal wieder so ein bisschen zurück in den Bereich der dekorativen Kosmetik. Ich hatte euch in meinem letzten Video gezeigt, dass ich mir von Jeffree Star und Shane Dawson die Conspiracy Palette gekauft habe. Und ich war auch sehr interessiert an dem Gloss, das sie dazu rausgebracht haben. Es war nämlich ein durchsichtiges Gloss und so eins hatte ich bisher noch nicht. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz gut für den Alltag, wenn man eben was draufgeben möchte, damit die Lippen gesund und saftig aussehen, man aber jetzt nicht unbedingt Farbe haben möchte. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Palette bestellt habe, war der Gloss aber leider überall ausverkauft und ich habe ihn nicht mehr ergattert. Deswegen habe ich ihn dann nachträglich in 2020 gekauft. So sieht das Ganze aus. Ich finde die Verpackung auch wieder mal sehr, sehr schön. Jeffree Star ist ja sowieso bekannt für seine außergewöhnlichen Verpackungen. Und dieser Gloss heißt Shane Glossin. Und was das Besondere auch an diesem Gloss ist, ist, dass er nach Root Beer riecht. Seine Liquid Lipsticks, besonders die etwas älteren, also die es schon länger im Sortiment gibt, riechen ebenfalls nach diesem Root Beer. Es ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Duft, finde ich persönlich, weil das ja bei uns hierzulande jetzt nicht unbedingt so verbreitet ist. Das ist das Einzige, wo ich sage, den hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, diesen starken Duft danach. Aber ansonsten, wie gut eben ein klares Gloss auch sein kann, so gut ist dieses Gloss auch. Es klebt nicht auf den Lippen, es haftet aber trotzdem sehr gut an ihnen. Also der zieht nicht diese Fäden, aber er ist schon etwas dicker von der Konsistenz, sodass man den schon auf den Lippen spürt und auf den Lippen sehr gut haftet. Also, und als zweites von Jeffree Star habe ich mir jetzt nach langer Zeit endlich einen seiner Concealer gekauft. So sehen die aus.
Ich meine, die wären im Frühjahr 2019 rausgekommen. Da gab es ja auch diesen Skandal, dass sein Lagerhaus beklaut wurde. Und ich habe jetzt hier die Farbe C7. Ich habe den bisher, ich glaube, ein oder zweimal verwendet. Die Male, wo ich ihn benutzt habe, war ich auch wirklich sehr zufrieden mit ihm. Der müsste aber tatsächlich eher in den Langzeittest, sodass ich da wirklich ein abschließendes Urteil drüber fällen kann. Ich habe mir von einer YouTuberin eine Kollektion gekauft, die jetzt im Frühjahr rausgekommen ist und, glaube ich, auch in der YouTube-Welt sehr große Wellen geschlagen hat. Und zwar hat Julina Menon in Zusammenarbeit mit Lethal Cosmetics Produkte rausgebracht und unter anderem einen sehr wässrigen Gloss von der Konsistenz. Der nennt sich Everything und sieht so aus. Ist so ein bisschen peachgolden in der Verpackung und hat eben eine sehr, sehr dünne Konsistenz. Er enthält zwar Glitzerpartikel, aber fühlt sich wirklich auf den Lippen an wie Wasser. Ich swatche ihn euch jetzt gerade mal. Wahrscheinlich, weil es ja ein Gloss ist, kann man nicht so wirklich viel erkennen. Aber nicht, dass mir hier einer vorwirft, ich würde meinen Job nicht gut machen, ne? Das ist er jetzt da unten, der Gloss. Ihr seht, der hat einen sehr, sehr schönen Glanz. Und wie ihr auch erkennen könnt, der hat jetzt nicht so wirklich viel Basefarbe. So ein bisschen was kann man erkennen an diesem Peach Rosé. Aber hauptsächlich schmücken diesen Gloss eben goldene und peachfarbene Glitzerpartikel, die auf jeden Fall die Lippen sehr, sehr schön glänzen lassen und gesund und gepflegt aussehen erscheinen. Und als zweites aus dieser Kollektion habe ich mir die Lidschattenpalette mitgenommen. Die ist hier in so einem Schuber drin. Und enthalten sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Farben. Im Spiegel selber oder unter dem Spiegel in der Palette steht Die with Memories, not Dreams. Finde ich auch einen sehr, sehr schönen Spruch. Und das hier ist dann die Palette. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht so, um Gottes Willen, was mache ich mit der Palette? Da sind so viele bunte, unterschiedliche Farben enthalten. Und ich bin ganz ehrlich, meine erste Intention ging auch in diese Richtung, dass ich dachte, oh weia, was fange ich denn mit der jetzt an? Ich finde, man muss sich so ein bisschen reinfuchsen mit der Palette, dass man so Kombinationsmöglichkeiten sieht. Aber tatsächlich würde ich sagen, ist es eher eine ergänzende Palette. Also es gibt so ein paar Töne, die hier enthalten sind, die wirklich wunderschön sind. Ich swatch euch mal ein paar. Und zu denen ich aber tatsächlich noch eine andere Palette eher noch mit dazu nehmen würde, weil ich finde, dass gerade die Verblendungsfarben, die hier enthalten sind, nicht unbedingt zu all diesen tollen Metallic-Tönen passen. Also wir haben jetzt hier so ein Senfgelb, Senf-Ockergelb und ein Dunkelrot als matten Verblendungston, unter anderem in der Palette, diese beiden. Und haben dann aber als metallische Farben dieses Lila und dieses Blau enthalten. Und ich finde einfach, dass gerade diese beiden Farben doch eher andere Verblendungstöne gebrauchen könnten. Und deswegen ist das jetzt insgesamt für mich eine Palette, die nicht unbedingt für sich alleine steht, sondern die eher in Kombination gut genutzt werden kann. Gerade wenn ihr Lust habt auf ganz spezielle metallische Töne für euer Augenlid, dann kann man sehr gut zu dieser Palette greifen, denn auch zum Beispiel dieses Grün hier ist sehr, sehr interessant und spannend. Und dann kann man eben noch in einer anderen Palette schauen, wie man das dann eben am besten ausblendet und verarbeitet, sodass ich eben sage, das ist eher so eine Highlight-Palette, wo ich zugreife, wenn ich eben Lust habe auf ganz spezielle, außergewöhnliche Farben. Dann habe ich in den USA bestellt. Und zwar kennt ihr sicherlich alle Tati Westbrook. Sie hat einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und auch vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren eine eigene Make-up-Linie gegründet. Dann hat sie eben aber im letzten Jahr ein neues Produkt
gelauncht. Und zwar sind es eben Beauty-Schwämme oder besser gesagt Beauty-Puffs. Und ich habe da erstmal eine Weile sehr skeptisch reagiert und dachte mir, naja, ich bin eigentlich mit meinem Beauty-Blender total zufrieden, trage mein Make-up am liebsten wirklich mit Schwämmen auf. Brauche ich das jetzt? Macht das wirklich einen Unterschied? Sollte ich das kaufen und ausprobieren? Und letztlich hat mich aber dieses Produkt nicht losgelassen. Ich habe immer wieder dran gedacht und habe es mir dann jetzt letztlich auch bestellt. Das ist der Blendiful. Ich finde den Namen übrigens sehr süß. Und kommt in einem Duopack. Ihr bekommt hier einen sehr, sehr großen Puff mit so einem Band hier. Ihr könnt den falten, um sehr, sehr punktuell zu arbeiten. Ihr könnt den aber auch etwas großflächiger verwenden und ihr könnt ihn auch von beiden Seiten benutzen. Also ihr könnt das Bändchen natürlich auch umdrehen und dann habt ihr eine neue, frische Seite. Und ich denke mal, es wäre sicherlich keine schlechte Idee, wenn ich mal ein Video mit euch zusammen drehen würde, wo ich ganz viele neue Produkte, die ich jetzt euch gezeigt habe in den letzten Videos, ausprobiere und unter anderem auch versuchen werde, mein Make-up und Puder und Concealer und so weiter mit diesem Schwämmchen aufzutragen. Lasst mir doch mal gerne in den Kommentaren eine kurze Rückmeldung da, wenn euch das interessiert, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich glaube, das könnte nämlich ganz spannend sein, weil man da ja jetzt nicht unbedingt mega einfach drankommt und sich dann dadurch auch nochmal doppelt und dreifach überlegt, bestelle ich da jetzt wirklich im Ausland oder lasse ich das lieber sein? Als zweites bekommt ihr eben noch so ein kleines Herzchen. Da hat Tati zugesagt, dass dieses Herzchen dazu designt worden ist, dass es eben für unterwegs gedacht ist. Falls ihr zum Beispiel nachölt, dass man sich damit blotten kann oder falls sich Foundation irgendwie unschön abgesetzt haben sollte, kann man dann eben damit seine Grundierung nochmal erneuern oder wieder retuschieren, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den ersten Test mit diesen beiden Puffs. Dann möchte ich gerne weitermachen mit ein paar Accessoires, die ich mir gekauft habe oder auch geschenkt bekommen habe in der letzten Zeit. Starten wir mal mit den zwei Accessoires, die ich geschenkt bekommen habe. Und zwar von meiner guten Freundin Eva. Ich habe sie im Februar besucht und sie hatte Crocs, diese Schlappen, wie auch immer, mit ganz, ganz tollen Pins darauf. Und dann hat sie mir verraten, dass sie noch zwei Ursula-Pins sogar übrig hat und die hat sie mir dann vermacht. So sehen die beiden Pins aus. Die steckt man sich, wie gesagt, oben auf diese Schuhe drauf. Die haben ja diese Löcher, da steckt man das rein hier. Und ja, so kann man dann seine Crocs noch ein bisschen individualisieren und verschönern. Jetzt ist es so, ich habe aber keine Crocs. Das heißt, die werdet ihr sicherlich dann eben demnächst auch mal bei mir in einem der Kaufrausches sehen. Denn wenn ich schon so richtig coole Ursula-Pins habe, ja, sorry, dann müssen natürlich auch die passenden Crocs dazu her, ne? Keine Frage. Dann habe ich mir drei Schlüsselanhänger gekauft, beziehungsweise nein, eigentlich ist es gelogen, ich habe nur zwei gekauft. Diesen hier, den habe ich nämlich geschenkt bekommen. Ich war Ende Januar nämlich mal wieder unter der Nadel. Nein, ich habe keine Schönheits-OP vorgenommen. Dann würde man wahrscheinlich auch eher sagen, ich lag unter Messer, ne? Ich habe ein neues Tattoo, mein zweites jetzt insgesamt. Und ich würde euch einfach mal kurz ein Foto davon einblenden. Ja, und meine liebe Tätowiererin stellt hobbymäßig Schlüsselanhänger bzw. Broschen und so weiter aus Resin her. Als ich es gesehen habe, muss ich sagen, war ich so ein bisschen angefixt und dachte mir, oh cool, da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Aber leider ist es so, wenn man mit diesem Resin arbeitet, dann bedarf es gewisser Sicherheitsvorkehrungen. Man muss immer mit Handschuhen arbeiten in einem gut belüfteten Raum und eigentlich auch mit einer Atemschutzmaske. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das so richtig umsetzbar für mich sein wird. Aber
als ich dann meinen Tattoo-Termin bei ihr beendet hatte, habe ich diese Anhänger gesehen und wollte diesen hier eigentlich im Speziellen grundsätzlich käuflich erwerben. Aber weil ich scheinbar so eine nette, sympathische Kundin war, hat sie mir diesen Anhänger dann sogar auch geschenkt. So sieht das ganze Stückchen aus. Hier dieser Stern ist ebenfalls aus Resin gegossen und selber gemacht mit Blitzer. Und dieses Herzchen hier hat auf der Rückseite, wenn ihr jetzt mal durchschaut, diese Wale oder kleinen Meeresbewohner. Und hier ist in dieser Form Babyöl gefüllt, zusammen mit solchen kleinen Glitzersteinchen, Pailletten und so weiter, sodass das aussieht wie so ein kleines Aquarium. Und wenn man das hier bewegt, bewegen sich dann eben auch diese Pailletten und Glitzersteinchen mit. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ihr wisst, ich bin Glitzer-Elster. Und dann ist natürlich klar, dass ich da nicht die Finger von lassen konnte. Und weil ich dann wirklich so begeistert von diesen Schlüsselanhängern war, habe ich mir dann auch sogar noch zwei weitere gekauft. Die sind jetzt während der Corona-Krise von mir gekauft worden, weil natürlich auch Tattoo-Studios geschlossen haben und sie, also meine Tätowiererin, so auf diesem Wege sich so ein bisschen Geld nebenbei verdient hat. Und ich fand das eigentlich echt eine gute Idee, um sie so ein bisschen zu unterstützen, weil gerade kleinere Geschäfte, Unternehmen sind natürlich jetzt auch ganz stark bedroht mit ihrer Existenz. Und so habe ich etwas Schönes bekommen. Sie wurde ein bisschen unterstützt, also war das irgendwie eine Win-Win-Situation. Und da gab es auch einen Schlüsselanhänger mit einem Sailor Moon-Design. Und zwar hier mit dieser Sailor Moon-Brosche auf diesem Herz. Hier wackelt jetzt zwar nichts herum, aber hier oben ist noch ein kleiner Mond aus Perlen und dieses Herzchen mit dran. Auch selber aus Resin gegossen, das kann man erkennen. Und ja, ich stehe einfach auf selbstgemachte Geschenke, gebastelte Dinge und natürlich auch auf Sailor Moon. Und deswegen ist auch dieser Anhänger bei mir zu Hause eingezogen. Und dann gibt es noch eine befreundete Tätowiererin von ihr, auf die ich dann durch meine Tätowiererin aufmerksam geworden bin. Und auch die stellt Ohrringe und Broschen und Schlüsselanhänger her. Und da habe ich ein weiteres Motiv von Sailor Moon gefunden. Und zwar eine Luna P. Das ist ja dieser kleine, nenne ich jetzt mal Roboter von Sailor Chibi Moon. Und das ist jetzt hier eine silberne Kette mit einem Herzchen oben. Hier oben ist auch ein kleines Herzchen wieder gegossen aus Resin. Und das ist dann jetzt hier, die Luna P. Ich glaube, die verkaufen aktuell, wo sie ihr Geschäft nicht öffnen dürfen, einmal die Woche diese Anhänger. Ich glaube, die Freundin dienstags abends immer und meine Tätowiererin immer samstags abends. Und ich hinterlasse euch jetzt gerne einfach mal beide Instagram-Profile in der Infobox. Falls ihr auch Lust bekommen habt auf diese Anhänger, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ein weiteres Accessoire habe ich mir als persönliches Geschenk an mich selber zum Abschluss meines Studiums geschenkt. Ich habe nämlich letztes Jahr im Herbst endlich mal mein Bachelorstudium beendet. Ich bin jetzt offiziell Bachelor of Arts oder auch Sozialarbeiterin. Und das war, weil ich das Ganze in Teilzeit gemacht habe, auf jeden Fall ein langer Weg, der jetzt hinter mir liegt, Gott sei Dank. Und als kleine Belohnung an mich selber habe ich dann im Herbst bei der Glamour Shopping Week mir diese Uhr gekauft von Captain & Son. Die hatte ich schon mindestens 2 Jahre immer wieder im Auge und habe sie mir dann letztlich eben als kleine persönliche Belohnung dann bestellt. Das ist ein sehr, sehr, sehr schlichtes schwarzes Design. Und genau so wollte ich meine Uhr aber auch haben. Ihr habt hier so ein Meshband und ja, ein sehr puristisches, schwarzes Ziffernblatt-Design. Auch die verlinke ich euch sehr gerne mal in die Infobox, falls ihr auch schon länger
nach einer Uhr dieser Art beispielsweise auf der Suche seid. Ich trage die so gerne im Alltag, als auch wenn ich abends weggehe. Ich finde, die ist halt total universell, die ist nicht zu schick, die ist nicht zu sportlich, die passt irgendwie zu allem. Ich würde sagen, bevor die absoluten Highlights kommen, zeige ich euch jetzt noch ein paar Accessoires und was zum Anziehen. Und zwar habe ich mir da als allererstes ein Stirnband geholt. So sieht das aus. Das ist von der Marke Die Mützenmafia. Witziger Name, ne? Das ist hier ihr Logo. Und das ist eben ein wunderschönes Rosendesign. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das war, also dieses spezielle Design, auf jeden Fall eine limitierte Auflage. Ich werde mal gucken, ob ich das noch finde und verlinke euch das dann in der Infobox sehr gerne. Ansonsten auch einfach nur die Seite an sich. Vielleicht findet ihr ja da auch ein anderes Design, was euch sehr gut gefällt. Und ich meine, wenn ich mich nicht irre, dass die in Österreich sitzen und das auch alles von Hand nähen. Und das fand ich grundsätzlich total sympathisch. Wollte ich gerne unterstützen. Und außerdem finde ich diesen Turban mega geil. Also ist ja kein richtiges Turban, aber dieses Haarband mega geil, wenn ihr mal einen Black Hair Day habt. Oh Leute. Bei mir ist es so, weil ich so dünne, feine Haare habe, dass ich ganz oft relativ schnell an den Seiten so fettige Strähnen bekomme. Und ich kann einfach und möchte auch nicht ständig meine Haare waschen. Das ist einfach nicht gut für die Haare. Und dann mache ich mir einfach einen hohen Dutt und ziehe dieses Haarband an und kann so diese Seiten mega gut verstecken und sehe dadurch auch noch irgendwie süß aus, gestylt, frühlingshaft oder sommerlich und ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich sagen. Bleiben wir einfach mal bei Rosendesign und machen weiter mit einem kleinen Mini-Rucksack. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein Rucksack von der Firma Herschel. Ich habe von dieser Firma auch schon einen etwas größeren Rucksack und finde die von der Qualität wirklich sehr, sehr gut. Auch dieser Anhänger hier gehört nicht zur Tasche. Den habe ich einfach farblich passend wieder dazu gewählt. Das war eine Valentinstagskollektion. Da gab es auch noch einen Geldbeutel und eine Bauchtasche und so. Alle mit diesem wunderschönen Rosendesign. Auch da muss ich gucken, ob es den noch gibt. Wenn ich da was zu finde oder von der Kollektion im Allgemeinen, auch dann findet ihr unten wieder einen Link dazu. Das ist wirklich so ein richtig winziger Rucksack. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Alltag, wenn man jetzt nicht gerade vorhat, einkaufen zu gehen, sondern nur spazieren oder nur mal eben kurz zur Post oder theoretisch, jetzt geht das ja nicht, aber Freunde besucht oder so, dann ist das echt eine gute Größe und ihr habt hier oben noch so zwei Henkel und könntet ihn theoretisch auch so in der Hand tragen. Aber natürlich habt ihr hier auch diese Rucksackschluppen und seit ich den habe, habe ich den wirklich rauf und runter getragen. Also ich bin grundsätzlich sowieso eher so ein Rucksackmädchen. Ich weiß, ich habe euch jetzt am Anfang des Videos auch zwei normale Standardhandtaschen gezeigt, aber im Alltag finde ich für mich tatsächlich Rucksäcke praktikabler. Und so einen kleinen für mal schnell das Wichtigste reingeschmissen und raus aus der Tür hatte ich bisher noch nicht. Und so oft wie ich ihn trage, das ist für mich das allerbeste Zeichen, dass sich dieser Kauf auch definitiv für mich gelohnt hat. Ja, dann habe ich euch ja auch schon einige Sachen von Shane Dawson gezeigt. Meistens in Kollaboration mit Jeffree Star. Er hat aber auch Merchandise rausgebracht. Also gar nicht unbedingt dekorative Kosmetik, sondern zusammen mit der Marke von Jeffree Star, der Merch-Marke Killer Merch, hat er eben auch Merchandising-Produkte rausgebracht. Und da habe ich mir einen Pullover bestellt. Hier vorne habt ihr das Logo Shane Dawson. Ihr habt hier eine Kapuze und hier unten auch ja, so Känguru-Bauchtaschen, sage ich jetzt mal. Und auf der Rückseite habt ihr dieses coole Print. Also so ein bisschen hexenmäßig, diesem Ouija-Board-mäßigen Design. Gefällt mir mega gut.
Und was ich besonders geil finde, ist, dass die richtig große Größen auch anbieten. Ich habe jetzt hier eine 4XL bestellt und die ist mir theoretisch auf jeden Fall zu groß. Aber gerade als Plus-Size-Mädel oder Frau habe ich das Gefühl, es ist unglaublich schwierig, wirklich so Hoodies oder T-Shirts zu finden, die auch bei uns Oversize sind. Also die sich auch bei uns Oversize tragen. Und ich finde es einfach sehr gemütlich, wenn man dann einfach mal, wie als wenn man von seinem Freund irgendwie den Pullover geklaut hat und dazu einfach dann eine Leggings anzieht. Ich finde diesen Style, diesen lässigen, legeren Style einfach manchmal ganz, ganz toll. Und habe aber immer das Gefühl gehabt, ich finde da nichts Schönes, was bei mir auch wirklich Oversize sitzt. Und dieser Pulli ist definitiv das erste Produkt oder das erste Teil in Richtung Klamotten, bei dem das so klappt. Und ich finde auch die Qualität vom Hoodie ganz, ganz toll. Und deswegen, ja, toller Kauf. Und ich liebe diesen Hoodie und werde definitiv im nächsten Herbst, Winter in diesem Teil leben. Darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Ja, dann wurde ich von mehreren Freundinnen angefixt mit Socken. Ja, Freunde der Sonne, wir reden jetzt über Socken. Und zwar nicht über irgendwelche Socken, sondern über Dedoles-Socken. Oder Dedoles, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ist auf jeden Fall eine Firma, die ja, eine sehr, sehr soziale Ader hat. Ich glaube, die machen auch Werbung mit Menschen, die Down-Syndrom haben. Und ein gewisser Anteil der Verkäufe wird auch eben an Stiftungen, die Menschen mit Down-Syndrom unterstützen, gespendet. Nagelt mich darauf nicht fest, aber irgendwie so habe ich das auch im Kopf. Und das Besondere an diesen Socken ist, dass das Socken sind, die immer thematisch mit einem Druck aufgebaut sind, aber nicht identisch sind. Das heißt, die eine Socke ist nicht unbedingt immer gleich wie die andere Socke. Und da habe ich mir einmal diese Einhorn-Thema-Socken geholt. Und ihr könnt jetzt hier schon sehen, was ich meine. Die gehören zusammen, sind aber halt eben nicht identisch. Und das finde ich das Spannende an diesen Socken. Hier sind Regenbögen und Einhörner drauf. Und hier sind nur Einhörner drauf. Und von der Farbe genau das Negativ, ne? Also das eine ist blau mit rosa und das andere ist rosa mit blau. Also total süße Socken. Auch die Internetseite verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Das ist ihr übrigens alles selber bezahlt oder geschenkt bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Firma von diesen, die ich jetzt hier erwähnt habe, auch nur ansatzweise weiß, wer ich bin, ne? Also nix PR, alles selber gekauft. Und das zweite sind diese Meerjungfrauensocken. Da habt ihr hier einmal entweder so eine Meerjungfrau-Flosse und Korallen und Fische und Seesterne und Seepferdchen und Blubberblasen. Und auf der anderen Seite hier Fischschuppen wie von einem Meerjungfrauenschwanz. Genau, auch die sind nicht identisch, gehören aber als Paar zusammen. Und wenn man dann dabei auch noch was für den guten Zweck tun kann, ist das doch perfekt. Und da gibt es ganz, ganz tolle Themen. Da gibt es verschiedene Tiere. Da gibt es verschiedene Berufsfelder, die abgeklappert werden. Es gibt da auch Harry Potter thematisierte Socken. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Und zumindest bis vor kurzem hatten die auch noch einen richtig fetten Sale. Also ich habe den selber genutzt. Ich habe die Socken bezahlt. Aber wenn ihr Interesse habt, schaut doch gerne mal vorbei. Die letzten Klamotten, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte, sind Sportklamotzkis. Wer mich schon länger schaut, der weiß, dass ich sehr gerne die Sportklamotten von Fabletics trage, weil die nämlich Sportkleidung auch in großen Größen anbieten. Bisher haben sie, glaube ich, nur bis 3XL angeboten. Inzwischen bieten sie aber sogar, glaube ich, bis zu 5XL an. Ich persönlich, wer mich kennt in Natura oder so eine ungefähre Ahnung hat von meinen Proportionen und Maßen. Ich trage normalerweise Kleidergröße 52, 54 und kaufe dort die 3XL und das passt perfekt. So, ich habe mir zwei
kurze Teile gekauft für den Frühling und Sommer. Bisher hatte ich nämlich immer nur lange Hosen, lange Sporthosen und brauchte da jetzt mal so eine radlermäßige Länge. Und ich besitze aktuell auch, Schande über mein Haupt, nur einen Sport-BH und das musste definitiv auch geändert werden. Deswegen habe ich mir hier so ein Set geholt, bestehend aus Sport-BH und Radlerhose mit einem sehr, sehr schönen, sommerlich krassen Design. Wir haben hier ein Grün-Gelb zusammengepaart mit einem Pretrol und das ist eben jetzt der Sport-BH von vorne. Und von hinten habt ihr hier diese Träger über Kreuz. So sieht das Ganze ungefähr aus. Also ihr habt da so vier Striemen. Und das sieht auch auf jeden Fall mega stylisch aus. Und das ist mir eigentlich wichtig, weil Sportkleidung muss Spaß machen. Die muss nicht nur funktionell sein, sondern die muss auch Spaß machen, sodass alleine die Kleidung euch zum Sport machen und aktiv sein anregt und motiviert. Genau, und das schafft diese Kleidung bei mir. Auch hier keine Partnerschaft, nichts, alles selber gekauft, ja? Nicht, dass hier irgendwelche Fragen auftauchen. So, das ist jetzt hier die Radler. Also, ne, von der Länge her könnt ihr sehen. Hier ist noch so ein bisschen fliederfarbenes Mesh mit eingearbeitet. Das war jetzt bei dem Oberteil nicht, aber ihr seht natürlich farblich, das ist ein Set, das passt zusammen. Und was ich besonders cool finde, ne, dass ihr hier an der Seite bei diesem gelb-grünen Stoff diese kleinen Taschen hier habt. Da könnt ihr nämlich zum Beispiel dann während eures Workouts euer Handy reinstecken und könnt dann gleichzeitig beispielsweise Musik hören oder so und müsst euch nicht darum kümmern, meine Güte, während ich mich jetzt hier bewegen möchte, wohin mit meinem Handy, was tun, ne? So, deswegen, ja, tolles Sportset, kommt demnächst auf jeden Fall wieder in den Einsatz und ich finde die Qualität toll, ich finde die Passform toll, ich finde toll, dass sie so große Größen anbieten. Das tun nämlich wirklich die wenigsten Sportkleidungshersteller. Und deswegen werde ich da auch meine Mitgliedschaft weiterhin behalten. Genau, und wir nähern uns auch schon so ganz langsam dem Ende dieses Kaufrausches. Ich meine, zeitmäßig wäre es auch langsam mal angebracht. Ich habe noch zwei ganz, ganz tolle Paletten zu zeigen. Und dann seid ihr auch schon entlassen. Als erstes habe ich mir von Color Drain die Safari-Palette gekauft. Ihr wisst, ich liebe Color Drain Lidschatten. Ich habe mich auch heute mit meiner Queen of Hearts-Palette geschminkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich die tollsten Lidschatten auf dem Markt, sowohl die matten als auch die metallischen Töne. Diese Safari Rain-Palette war eine Limited Edition. Und ist auch momentan, so wie ich das mitbekommen habe, überall ausverkauft. Deswegen hatte ich da einen Glücksgriff auf Kleiderkreisel und freue mich sehr, dass die Palette jetzt doch noch ja, zu meinem Repertoire dazugehört. Ich habe da oben einen Spiegel und das hier sind die Töne. Also wir haben hier grünliche Töne, wir haben rötliche Töne und da unten auch etwas Kühles. Die Pigmentierung ist einsame Spitze. Dieser Goldton hier unten, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin da rein und habe echt gedacht, ich hätte Creme am Finger. So cremig ist dieser Lidschatten. Trägt sich mega metallisch auf. Ich kann euch den ja mal swatchen. Also, Freunde der Sonne, bin da wirklich nur ganz leicht rein. Und ich habe das Gefühl, ich habe Creme-Lidschatten an der Hand. So, dann swatche ich euch mal das Rot noch. Das Metallische. Und dann bekommt ihr noch hier die beiden Grüntöne, die auch sehr außergewöhnlich sind, finde ich. Also es sind jetzt nicht unbedingt alltägliche Grüntöne hier. Also Freunde, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Also wenn ihr Color Drain noch nicht ausprobiert habt, dann frag ich mich ernsthaft, warum. Seht ihr dieses Gold? Also, Junge, Junge, Junge. Also wem da keiner abgeht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ganz, ganz tolle Palette. Ich kann euch nur empfehlen, wenn das grundsätzlich eure Töne sind, ja, versucht sie wirklich noch zu bekommen. Also, ihr wisst ganz ehrlich, dass ich das ganz, ganz selten nur sage. Von wegen, ja, kauft euch das oder ihr müsst das haben oder so, weil ich das selber nicht gut finde. Das sollte jeder immer für sich selber entscheiden. Aber bei der Palette, gerade weil sie Limited Edition ist, möchte ich einfach diesen Hinweis geben, dass wenn euch die Farben gefallen,
dann zögert nicht länger. Also wenn ihr schon die ganze Zeit überlegt habt, sie euch zu kaufen, dann hört auf meinen Rat, tut es. Ihr werdet es sonst echt bereuen, wenn es die nicht mehr gibt, weil die Qualität ist wirklich herausragend. Und last but not least, zum guten Schluss, kommt jetzt ebenfalls noch ein sehr, sehr teures Geschenk. Für die Jahre der Entbehrung und der Arbeit und des schweißtreibenden Daseins während meines Studiums und dass ich das jetzt endlich abgeschlossen und geschafft habe. Es handelt sich um dieses Schätzchen. Ja, es war unter anderem auch ein Verpackungskauf. Aber, Freunde, bei dem Preis muss nicht nur die Verpackung on point sein, sondern auch das Produkt an sich stimmen, nicht wahr? Ich denke, da stimmt ihr mir alle zu. Es ist die Pat McGrath Mothership 7 Palette, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Sie heißt Divine Rose und natürlich ist dieses Artwork einfach mal unglaublich hübsch. So, wir öffnen jetzt mal hier diese tolle, ne, Drehmoment-Verpackung. Und darin enthalten ist dann die Palette und hier ist auch noch ein kleiner, eine kleine Pappe dabei, wo die Namen der einzelnen Lidschatten draufstehen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ernüchternd, weil ich meine, bei dem Preis könnte man schon davon ausgehen, dass die Namen dann auch noch auf die Palette aufgedruckt sind. Gut, man kann nicht alles haben. Verbesserungen sind ja immer noch möglich, nicht wahr? Jetzt habe ich gerade eine Nachricht von der lieben Eva bekommen. Eva, du sprengst mein Video. Nein, wir machen jetzt mal weiter, weil, ne, halte den Schlüpper fest. Das ist die Außenverpackung der Palette und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr schon mal Videos mit Paletten von Pat McGrath geguckt habt. Aber ich finde, in diesen Videos kommt nicht unbedingt die Hochwertigkeit der Verpackung zu tragen. Also es ist wirklich eine sehr, zwar schlanke, aber dennoch massive Palette in schwarzer Lackoptik. Und ihr habt hier auch diese goldenen, das goldene Logo von Pat McGrath. Und hier hinten habt ihr diese silberne, ja, leicht mattierte Folie. So, die Palette hat wirklich ein gutes Gewicht. Also, meine lieben Freunde, das ist definitiv nichts, was man auf Reisen mitnimmt. Davon mal abgesehen, bei dem Preis würde ich damit auch nicht reisen wollen. Im Leben nicht never ever, weil ganz ehrlich, wenn die verloren gehen sollte oder kaputt gehen sollte, dann reiße ich mir jedes Haar einzeln aus, ne? Weil teuer! Aber jetzt spanne ich euch natürlich nicht länger auf die Folter und wir gucken mal rein. Ihr habt hier zum einen einen facettierten Spiegel, was vielleicht ein kleines, relativ unwichtiges Design ist. Oder Detail. Aber ich habe mir sagen lassen, dass alleine so ein Detail dafür sorgt, dass eine Palette auf jeden Fall schon mal teurer wird, weil die Verarbeitung eines Spiegels mit so einer facettierten Umrahmung schon mal aufwendiger ist, als wenn man da einfach einen normalen Spiegel reinbappt. Ist natürlich klar. So, und dann findet ihr jetzt diese wunderschönen 10 Farben in der Palette. Und mein größtes Problem wird jetzt definitiv sein, dass ich euch die Einzigartigkeit und die Schönheit dieser Farben wahrscheinlich definitiv nicht über die Kamera rüberbringen können. Und es blutet mein Herz dabei. Aber ich gebe mir die größte Mühe. So, für mich die interessantesten Töne sind auf jeden Fall diese beiden hier vorne. Weil ihr habt hier einmal einen duochromen Ton, der pink-golden bzw. pink-silbrig changiert, hier. Und einen Ton, das ist eher so ein Topper, der hat an sich keine Basefarbe, sondern ist ganz, ganz fein gemahlener metallischer Glanz. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. So, und ganz ehrlich, ich meine, so ein Duochrom-Ton, der weißlich-rosa changiert, haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. Ne? So ist es jetzt nicht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen,
auch wenn ich solche Töne schon mal gesehen habe, auch schon besitze und so weiter, der Ton hat tatsächlich nochmal die Besonderheit, dass er sehr, sehr intensiv strahlt. Ich habe jetzt zum Beispiel die Kat Von D Alchemist Palette und da ist auch ein Weiß-Pink enthalten. Aber ich würde wirklich behaupten, dass der Ton hier einfach nochmal stärker pink strahlt. Ich meine, es sei jetzt mal dahingestellt, könnt ihr das hier sehen, ob das jetzt wirklich den Preis rechtfertigt, ob das sein muss, ob man das haben muss. Nein, da sind wir uns alle einig, muss man nicht haben. Und dieser Topper-Ton, könnt ihr auch da oben sehen, glänzt ganz, ganz toll. Und der sieht auch wunderschön aus über anderen Lidschatten. Bei dem würde ich euch allerdings empfehlen, dass ihr definitiv ein Glitterglue verwendet, weil sonst könnte das sein, dass er eben euch im Laufe des Tages herunterbröselt. Und dann möchte ich euch gerne noch einen weiteren Ton zeigen, der mich sehr begeistert. Und dann noch einen anderen, ja, oder zwei andere relativ standardmäßige Töne, die aber trotzdem von der Qualität sehr, sehr gut sind. Es gibt hier einen weiteren Duochrom-Ton, der, ich sag jetzt mal, rosa-gold-grün changiert. Ich sag mal, so ein rosa-gold, so ein rosé-gold, hat man sicherlich schon häufiger gesehen. Ja, so ist es nicht. Kann man auch bekommen. Ist so ein bisschen eben wie bei diesem anderen changierenden Ton, von dem ich euch erzählt habe. Aber der changiert einfach anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja lange Zeit den Eindruck, dass diese Pat McGrath-Sache, jetzt fange ich schon an zu lispeln, ich hole die Gebiete, einfach übertrieben ist. Ich meine, ich habe mir gedacht, what the F, was zur Hölle kann denn bitte diesen Preis rechtfertigen? Aber ich muss sagen, man merkt wirklich einen Unterschied. Man merkt einen Unterschied zu anderen normalen Lidschatten. Muss man das haben? Nein. Aber es begeistert mich einfach als Make-up-Enthusiast. So, wir haben hier einmal diesen Duochrom-Ton, von dem ich euch erzählt habe, der so rosa von der Deckfarbe ist und eigentlich grün-gold changiert. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier diesen Grünstich erkennen kann, aber den Goldschimmer sieht man auf jeden Fall. Dann habt ihr hier noch einen normalen metallischen Ton und einen matten Ton. Und guckt euch bitte diesen matten Ton an. Der ist so seidig-cremig. Ich meine, ganz ehrlich, die Töne aus der Safari-Palette, die matten Töne, die haben auch eine Mega-Pigmentierung. Aber die tragen sich halt nicht so seidig soft auf, wenn man zumindest, wenn man die Produkte swatcht, ne? Auf dem Auge an sich performen die ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dadurch, dass Color Drain fleckig auf der Hand auftaucht, dass die dann auch fleckig sind im Auftrag. Nein, ganz im Gegenteil. Aber das sind diese kleinen Feinheiten, wo ich sage, da merkt man einfach den Unterschied. So, und auch dieser duochrome Ton hier, hat man alles schon gesehen. Aber es ist wirklich, wenn man das in Realität sieht, es ist was anderes als der Standard. Genau, ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen, schon dieses Kaufrausches. Ich hoffe wie immer, dass ich euch gut unterhalten konnte, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr vielleicht das ein oder andere tolle Schätzchen entdecken konntet. Danke euch für eure Zeit, fürs Zuschauen. Und freue mich auf euch definitiv, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut bis dahin, passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mua. Tschüss!